Mitch Kiya hat heute 2:2 im finalen Test vor dem Rückrundenstart dann in Münster nächste Woche. Wie zufrieden bist du mit dem Testspiel heute? Ja, heute sehr zufrieden. Ich muss sagen, auch vom Ergebnis wäre es gut. Und wir haben uns nicht irgendwie die Zeit gerettet, sondern das Ergebnis war auch wirklich verdient. Wir hatten sehr viele Torchancen gehabt, haben gar nicht so viel zugelassen, muss ich sagen. Deswegen war ich in beide Seiten oder von beiden Richtungen sehr zufrieden. Womit ich nicht zufrieden war, wir hätten die Konter ein bisschen besser setzen können, weil wir viele Ballgewinne haben, aber dann halt ja, im selben Atemzug einen Ballverlust gehabt haben. Aber ansonsten im Großen und Ganzen war es echt ein guter Test. Wenn wir jetzt die drei Testspiele alle zusammennehmen, letzte Woche Union, gestern Rödinghausen, heute das 2:2 gegen Düsseldorf. Wie zufrieden bist du dann insgesamt so mit der Wintervorbereitung? Insgesamt sehr zufrieden. Wenn man die Spiele so durchgeht, Union eine Halbzeit sehr gut, die zweite Halbzeit war okay. Gestern beide Halbzeiten eine Katastrophe, da muss man auch nicht schönreden, da hat nichts gepasst. Und heute mit 90 Minuten zufrieden. Und trotzdem, wenn ich jetzt alles zusammenfasse, haben alle, glaube ich, echt irgendwo auch richtig ein gutes Spiel gemacht. Nicht nur jetzt heute, sondern auch dann gegen Union. Und deswegen, glaube ich, war es eine gute Vorbereitung. Wir freuen uns jetzt, dass dann gegen Münster losgeht. Woran müssen wir jetzt noch arbeiten, auf das Spiel in Münster geblickt? Ja, ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir weniger Torchancen brauchen, um Tore zu erzielen, weil ja, wir lassen sehr viel liegen. Ich muss sagen, wir lassen ganz, ganz wenig zu. Das ist echt gut gewesen jetzt mit dem ersten Spiel und mit dem dritten Spiel. Gestern, wie gesagt, das klammer ich mal aus. Da war ich ja nicht zufrieden, aber ansonsten, glaube ich, kann man auf die ganzen Testspiele echt aufbauen. Du hast vor dem Testspiel Doppelpack gegen Rödinghausen und heute Düsseldorf gesagt, dass so 7, 8 Positionen schon stehen für nächste Woche. Wie viele stehen jetzt nach den beiden Spielen? Ja, immer noch 7, 8, weil wir warten noch mal ab, was genau für Preußen Münster am besten ist. Wie gesagt, wir schauen uns sie noch mal genau an. Ich gucke sie mir morgen in Paderborn an und dann ja, mal schauen, wer dann in der ersten Elf auflaufen wird. Maier Korbus hat seine ersten beiden Spiele gemacht, gestern heute. Thaddäus Mumulu ist jetzt auch schon eine Weile dabei, hat heute eine Torvorlage beigesteuert. Wie haben die beiden sich jetzt eingefügt aus deiner Sicht? Ja, beide sehr gut, wurden auch gut aufgenommen. Ich meine, die Jungs kennen auch andere Spieler bei uns schon länger. Der Unterschied zwischen beiden ist, Mael ist halt topfit, der hat fast alle Spiele gemacht. Und Taddel war ein bisschen, ja, hat dann in der zweiten Spielpraxis gesammelt und hat dann eher meistens trainiert. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, beide können nächste Woche anfangen. Ich glaube, bei Taddel wird es dann noch nicht für 90 Minuten reichen, aber ist definitiv trotzdem in der Verfassung, wo er auch auf jeden Fall starten könnte. Ein Thema, das gestern noch sehr groß war, heute natürlich auch eine Rolle gespielt hat, war Fabian Klos, der sein Karriereende verkündet hat im Sommer. Heute hat er einmal das Tor getroffen, einmal den Innenpfosten. Wie sehr schmerzt es dich? Ja, sehr, aber ich wurde schon relativ früh darauf eingestellt. Also wir haben bis jetzt vom ersten Tag an offen und ehrlich miteinander geredet. Das war immer ein Thema gewesen und ja, so wie er mir auch seine Entscheidung mitgeteilt hat, er ist ja da sehr, sehr fest und hat sich das auch gut überlegt. Deswegen wird es da von meiner Seite aus keine Überredungskünste geben, weil ich weiß, ja, wie Fabi tickt und der hat sich da echt mit seinen Ängsten auch gut ausgetauscht. Und wie gesagt, diesmal ist die Entscheidung auf jeden Fall sehr, sehr überlegt gewesen. Wird uns natürlich fehlen, definitiv, aber wir haben ihn ja noch 6 Monate und da freue ich mich drauf. Ist für mich natürlich auch eine besondere Situation. Es wird dann irgendwie kein Abschiedsspiel, sondern eher eine Abschiedstournee für Fabi und die wollen wir ihn auf jeden Fall mit immer wieder schönen Siegen versüßen. Und los geht's nächste Woche im Derby, in seinem letzten Derby. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Herzlichen Dank, Mitch. Danke euch.